Auf und davon wird Ihnen präsentiert von Swiss. Die Airline für alle, die länger oder weniger lang weg sind. Ach, wer wollte nicht schon mal auswandern? Auswandern an einen Ort, der noch Platz bietet, um endlich die großen Träume zu leben. Letztes Jahr haben wir Menschen begleitet, welche die kleinräumige Schweiz verlassen hatten. Angetrieben von ihrer großen Liebe zu Tieren und zur Natur. Da sind Alexandra und Markus Ruckstuhl. Sie zogen mit ihren Töchtern Josephine und Elena nach Kanada. Hier hat der Vater eine Anstellung als Farmarbeiter gefunden. Und mit dem Hausgarten erfüllten sie sich den Traum einer eigenen kleinen Farm. Unser Garten ist natürlich komplett organic, also da ist gerne gespritzt. Ich hoffe, es erfüllt dich über. So eine Frage, dass sie gibt. Ja, eben. Wieso hast du denn nie gefragt? Das Geld ist knapp. Töchterchen Josephine leidet an einer seltenen Krankheit. Ponyreiten wäre eine gute Therapie. Wäre aber gut zum Reiten für sie auf ein Bein. Das Pony kostet halt locker auch 1500 bis 2000 Franken. Auf der Suche nach einem selbstbestimmten Leben wanderten Miriam Thoman und Urs Batzli nach Spanien aus. Sie übernahmen einen Reitbetrieb samt Gestüt. Das ist richtig ein Paradies hier. Ja, und er hat innerhalb 10 Minuten 40 Pferde gekauft. Einfach so. Das war meine erste Bauchentscheidung in meinem Leben. Ich bin schon sehr berechnend. An seiner Seite der erfahrene, aber strenge Geschäftspartner Robert. Du gehst nicht nach Kette. Ich bin ein bisschen Stift, ein bisschen sein Lehrling, oder schon richtig so? Ja, Mimi, hast du gemeint, du kommst jetzt runter und kommst in eine Ferien und eine Pfanne? In einem Jahr werden wir über das alles lachen. Und da waren die Tiger Rani von Remo Müller. Mit ihnen im Gepäck wandert er nach Deutschland zu seiner Freundin aus. Hey, Mädel! Sein Vorhaben hätte er in der Schweiz nie verwirklichen können. Den Traum vom eigenen Tierpark. Rani! Jetzt bei dem Wetter, wenn es so schön ist, dann schlaft sie meistens da irgendwo im Gebüsch rein. Und das ist auch das Schöne daran, dass halt so viel Platz haben, dass halt zuerst musst du suchen, wo überhaupt der Tiger ist. Ach. Ach. Na, alles gut bei dir? Hey! Alles gut bei dir? Das ist fein, hä? So, kommst du mit? Komm! Im deutschen Bell fand er den Platz für das Tigerquartett. Komm! Hopp, hopp! Und für seine Ideen. Sie ist schon hier oben drin, ist alles gut, schon fertig. Und mit der Auswanderung kam ein weiteres Glück dazu. Ich gebe ihn dir so, dann kannst du ihn direkt wieder mit hier randrücken. So. Oh ja, ja, bei der Wärme echt. Klebt, dann kriege ich ein bisschen Frischluft am Bauch. Hier hast du? Ja. Also gehe ich und dann können wir wieder tauschen. Okay, kleiner Mann. Bis nachher. Es läuft die ganze Zeit. Wenn ich fertig bin, dann fängt sie eigentlich an mit ihrem Training. Und so kann jeder seine Tiere betreuen. Und zwischendurch haben wir ein bisschen. Und im Notfall ist noch Oma und Opa da. Okay. Das passt. Kleiner Zwerg. So. Heute zählt der Tierpark über 100 Bewohner. Doch angefangen hatte die Geschichte mit einem stillgelegten Zoo und einem Umzug der Tiger von Gossau in St. Gallen nach Deutschland. Alexandra Tetz und Remo Müller schauen zurück. So. Drück du. Wir hier drauf drücken. Ja, gut. Remo Müller ist ein Mann mit kühnen Träumen. Das war schon immer so. Dank seines unerschöpflichen Einfallsreichtums konnte er sich schon einige Träume erfüllen. Ursprünglich war es so, ich habe Koch noch gelernt, weil ich ein Bild im Zirkusheftli gesehen habe von einem Koch. Und gefunden, hey, dann kommst du zum Zirkus. Und so habe ich es dann auch gemacht. Habe dann aber als Koch eigentlich
auch gefallen gefunden, weil ich dann die Wettbewerb gemacht, so die Kochkunst. Und nur dann dort so der Erfolg kam, hat es natürlich auch angefangen Spass zu machen. Seit 11 Jahren arbeitet Remo als Koch und als Tierpfleger im Walterzoo. An Winterabenden verwandelt sich das Zoo-Restaurant in ein Varieté mit Galadinner. Küchenchef Remo ist verantwortlich für das Wohl von über 100 Gästen. Ja, liebe Gäste, und jetzt möchte ich euch die Leute vorstellen, die euch heute Abend kulinarisch verwöhnt haben. Meine Küchencrew unter der Leitung von Remo Müller. Remo hat 11 Jahre mit mir das Dingeltangel gemacht. Er war jeden Abend bei jedem Dingeltangel dabei. Und jetzt verlässt er mich. Oh. Nein, lass ihn nicht ganz gehen. Aber der Remo hat schon seit 11 Jahren ganz einen grossen Traum gehabt. Einen eigenen Tierpark. Und das macht er jetzt. Einen eigenen Tierpark in Deutschland. Ja. Und da machst du sicher gut mit deinem Elan. Und für diesen Traum ist Remo bereit, Heimat und Vertrautes aufzugeben. Einzig und allein seine Lieblinge, die nimmt er mit. Seine Lieblinge, das sind 4 sibirische Tiger. Sie sollen dereinst die große Attraktion in seinem Tierpark werden. Alle im Schlaf. Endlich ist es soweit. Es geht ans Tiger einpacken. Sie dort oben wird wahrscheinlich jetzt die erste Kandidatin sein, die einsteigen kann. Haben wir gemeint, ja. Ein kleines Stück Fleisch soll Rani in die Kiste locken. Also sie sind so genug schlau. Komm. Okay, noch ein. Oh. Ah, das Fleisch geklaut und hochgesprungen. Ja. An diesem besonderen Tag ist auch Freundin Alexandra in die Schweiz gereist. Es geht alles ein bisschen schwieriger und ein bisschen länger. Ja. Ich habe mich immer gewundert, wie Remo so ruhig bleiben kann. Also ich glaube, ich war viel, viel aufgeregter. Aber das macht es wahrscheinlich auch aus, wenn man mit diesen Tieren einfach lebt und arbeitet. Je unsicherer die sind, umso relaxter muss ich werden und sagen, hey, ist alles super. Auch wenn du manchmal findest, ui, ist vielleicht nicht gerade ideal oder so. Aber wenn die merken, der wird nervös oder der ist auch komisch, dann wird das alles viel schlimmer. Also einfach Ruhe bewahren und irgendwann klappt es immer. Ja. Also so, nimm deine Füße rein. Ey. Okay, jetzt ist er drin. Super. Tipptopp. Lass die Musik noch laufen. Ich habe schon lange nicht mehr gehört. Das ist immer schön, gell? Genau, ja. Die Tiger sind verpackt. Nur Remo hat seinen Platz noch nicht gefunden. Jetzt fährt mein Tigertransporter vor. Hey, ich hoffe, das geht nicht bis nach Deutschland. Man realisiert jetzt noch gar nicht. Aber ist schon, eben, ich meine, wenn du 11 Jahre irgendwo bist, das merkst du aber, glaube ich, erst nach 2-3 Wochen. Also ich habe das auch relativ gut. Ich mache dann einfach und studiere nicht viel links und rechts. Und ich glaube, das ist im Moment auch gut. 2 Jahre lang ist Remo zwischen dem deutschen Bell und der Schweiz gependelt. Nun bleibt er für immer da. Sein neues Zuhause ist ein stillgelegter Tierpark im Matsch. Ich weiß, dass ich immer gedacht habe, die Zeit geht nie um, bis Remo endlich hier im Park einzieht. Es war einfach so schön. Es war so ein Wendetag irgendwie, gell? Alles gut. Alles gut. Eigentlich bräuchte Remo absolute Ruhe, aber es wimmelt von Schaulustigen. Willkommen im Bell. Willkommen.
Ihr seid alle wegen mir gekommen? Ja, die sind eher wegen der Tiger da als wegen mir. Wobei, was wir jetzt auch gesehen, da sind Leute dabei gewesen, die wir hier so ja, halt gar kennengelernt haben und die jetzt wirklich gute Freunde sind. Die Kiste mit der 160 Kilo schweren Tigerin Rani wird als erste an der Öffnung zur Tigerstallung angebracht. Mit Spannriemen muss die Kiste festgezurrt werden. Die Tigerin könnte sonst die Box einfach wegschleudern. Raus. Habe ich das im Fernsehen gesehen? Ja. Hast du mal was Richtiges gesagt, ne? Jetzt kommt Tiger Timur an die Reihe. Um wirklich Ruhe zu haben, schickt Remo die Helfer weg. Und bleibt allein bei Timur. Einzig Freundin Alexandra harrt mit ihm aus. Erst spät nach Mitternacht springt der letzte Tiger in die Stallung. Ja, ich konnte in so einer Situation dann auch irgendwie nicht weggehen, auch wenn ich jetzt nicht direkt helfen konnte. Ich warte eigentlich immer noch darauf, dass Remo auch irgendwann mal unruhig wird. Die sagen ja alle hier in der Schweiz, sie sagen so langsam und drum. Und ruhig halt. Und ruhig, ja. Wobei, wenn ich manchmal die deutschen Arbeiter anschaue, sind wir Schweizer schon ziemlich schnell. Schnell haben sich die Raubkatzen in ihrem neuen Zuhause eingelebt. Das Stroh ist trocken und warm. Draußen ist es kalt und nass. Und der ganze Park eine Baustelle. 7,5 Hektar groß ist das Gelände. Die Ziegen hat Remo vom alten Besitzer übernommen. Noch leben sie in einem matschigen Provisorium. Oh, die hatten ja gar keinen Stall gehabt. Nee, die hatten keinen Stall. Die haben irgendwo im Hinterhof gewohnt. Ey. Meine Güte. Remos größter Stolz ist das neue Außengehege für seine Großkatzen. Das hat er selber entworfen. Er zeigt es Miriam, einer ehemaligen Arbeitskollegin. Da ist noch eine relativ Mondlandschaft, aber am Samstag macht er da noch die letzte Sache, jetzt, wo der Schnee weg ist. Und nachher wird angesagt und dann hoffen wir, dass es relativ schnell dann einmal grün wird. Ja. Aber das Allerbeste ist das hier oben. Also der Ausblick, der ist Hammer. 3000 Quadratmeter groß ist das Gelände. Mit Wäldchen und Swimmingpool. Ein solches Reich hätte Remo seinen Lieblingen in der alten Heimat nie bieten können. In der Schweiz so ein Park oder nur einfach so ein Gelände kaufen mit allen Bewilligungen, unmöglich. Also hätte man nicht, und wir haben lange gesucht und in der Schweiz hat man für das Geld nicht einmal ein Einfamilienhaus bekommen. Oh, alle schon ganz hungrig, ha? Huh? Ja, ich weiß. Ich weiß. Die Huskies haben bereits ein niegelnagelneues Gehege und konnten als Erste ihr neues Zuhause beziehen. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Die Hunde hat Alexandra aus verschiedenen Tierheimen geholt. Die Tiertrainerin will sie zu einem starken Schlittenhundeteam ausbilden. Also, sie fühlen sich, glaube ich, extrem wohl. Man sieht auch, sie sind alle ruhig und haben Spass daran, zum Umspringen. Ich glaube, die haben noch nie in ihrem Leben so viel Platz gehabt. Aber das Dach muss noch drauf. Das ist noch. Das sieht schon aus wie. Immer, wir haben was vergessen. Das Gartenhaus heute um 10. Ist niemand gefahren, gell?
Das ging vergessen. Der Stall für die vier Ziegen. Wir haben ja den morgen. Nee, heute. Ja, die brauchen dringend ihren Stall. Gerade mal gucken, ob ich die Telefonnummer finde. Ja, schönen guten Tag, hier ist Alexandra Tetz von der Müller Tetz GbR. ich habe das Mikro angehört, ich kann nicht Kamera fluchen. Morgen und Donnerstag ist niemand da. Heute bis 17 Uhr. Weißt du was, ich fahre jetzt einfach los und hole das mit dem Pferdeanhänger ab. Der Antrieb, der wechselt sich immer so ein bisschen ab. Ja. Das ist das Schöne, wenn der eine sagt, boah, ich glaube nicht, dass wir es packen, dann ist der andere völlig überzeugt. Also, das verleidet nie, dass wir jetzt gefunden haben, jetzt schmeißen wir her. Aber es ist nur eigentlich der Wille gegangen und es war nie so, dass irgendwer gekommen ist und gefunden hat, hey, du bist ein Toller, jetzt schenke ich dir das und das. Also geschenkt bekommen haben wir, glaube ich, beide nie etwas. Heute will Remo zum ersten Mal mit seinen Tigern in die neue Arena steigen. Zwei Wochen bleiben ihm und den Großkatzen bis zur Eröffnung. So, ich glaub, was gibt das da innen, du? Die Kette bleibt, das bleibt alles so, dass ich im Notfall schnell raus bin. Nicht, nie von außen schließen. Gut, dann machen wir. Okay, dann kannst du den schon öffnen. Ja. Okay. Hi, Tinky. Gutes Mädchen. Bravi, Tinky. Okay. Tinky, hopp, hopp, hopp. Alle am Platz. Komm hier. Tinker hier. Tinker hier. Brav. Okay, sitz. Tinky, sitz. Good girlie, brav. Olive. Ah! Oh! La, 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 la. Hat der wirklich so Zeit? So eine schöne, hä? Oh, wow, du machst das gut. Bravi Tinka. Nur eine mag das Spektakel nicht mit ansehen. Alexandra hält es fast nicht aus, wenn ihr Liebster mit den Tigern in der Arena steht. Ich war da wirklich relativ angespannt. Aber inzwischen ist das nicht mehr so. Also irgendwie hat sich das mit der Zeit so ein bisschen gelegt, weil es jeden Tag so ist. Ich viel näher dran bin als vorher. Ich habe das vorher nie so direkt mitgekriegt. Und jetzt kann ich dann schon öfter mal einen Blick reinwerfen. Das ist nicht mehr so wie diese Anspannung. Aber wenn ich das jetzt sehe, dann weiß ich noch, wie ich mich da gefühlt habe. Da war ich nicht ganz so entspannt. Drei Tage vor Eröffnung. Orkanartige Böen haben den Tierpark fest im Griff. Christian, schnell, das Dach deckt ab. Eine Sturmböe hat das Dach vom großen Schuppen aufgerissen. Warum jetzt der Sturm auch noch? Ey? Bis jetzt hat jedem Ding standgehalten und genau jetzt. Ja, ich glaube, wir müssen die vor der Ecke dann gleich auch noch. Da fängt es auch schon an. Da ist der Nagel schon draußen. Soll ja noch mehr Sturm kommen. Also, ich meine, das ist alles, was du machen kannst. Was willst du machen? Das noch alles anschrauben, was irgendwie geht. Jetzt geht kurz vor der Eröffnung noch der Sturm. Hey, das braucht kein Mensch. Das war ein Moment, wo ich gedacht habe, wir schaffen das nicht mehr rechtzeitig. Wenn du gemeint hast, jetzt kommt es gut, dann ist, oder jetzt kann es nicht mehr schlechter kommen, dann ist immer noch verreckter worden. Wobei, was lustig ist, viele Besucher aus der Schweiz, die können, die wollen nicht den Tiger sehen und so, das wollen sie natürlich auch sehen, aber die fragen dann immer, und welches Dach war es, wo kaputt gegangen ist. Dann ist es endlich soweit. Das rote Band darf nicht fehlen. Das ist unser Eröffnungsband, das wichtigste kleine Detail heute. Da wirkt es so, als hätten wir immer schlechtes Wetter. Wir haben nur schlechtes Wetter gehabt. Ja, aber einen Tag nach der Eröffnung war es schön. Trotz des schlechten Wetters, eine deutsche Fernsehstation filmt und der Bürgermeister ist auch da. Liebe Familie Tetz, lieber Remo Müller, meine Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute an diesem Apriltag hier den Tiererlebnispark Bell eröffnen dürfen. Das steigert unsere Attraktivität als Region um Kastlaun herum ungemein. Das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn wir all die Helfer
nicht gehabt hätten. Und vielen, vielen Dank. Okay. Und jetzt. Voilà. Yeah. Als es dann eröffnet war und es kamen Besucher, da war man so erleichtert und konnte anfangen, das zu genießen. Ich glaube, ich habe ab dem Moment erst angefangen, das alles, was wir hier gemacht haben, zu genießen. Also, das sehe ich ja auch beim Fußballspieler oder sonst irgendwo, beim Sportler. Wenn du 10-0 gewünscht, dann ist super, wir haben gewonnen. Aber wenn das spannend bleibt bis zum Schluss, dann kochen dort damit, die Emotionen viel höher. Und das ist etwas ähnlich gewesen, ja. Es war bis zum Schluss spannend gewesen. Gut eineinhalb Jahre sind seit der Eröffnung des Tierparks vergangen. Seid ihr hungrig? Bärchen, Bärchen! Vor kurzem sind 5 Waschbären dazugekommen. Such! Das sind die Teilen hier, ha? Da kommen sie schon. Schäfchen! Und abends, wenn die letzten Besucher nach Hause gegangen sind, arbeiten die beiden Tiertrainer für einmal gemeinsam im neu gebauten Freiluftklassenzimmer. Ich finde das so schön, wenn du hier runterkommst. Ja, es ist einfach nicht einfach. Jetzt geh! Ja, bekommt sie so gerne. Nein, du nicht. Ich will nicht rennen. Ja, Sir. Wenn du mir so an, dann kommt sie mir auch blöd. Auch Urs Batzli und Miriam Thomann haben ihre Komfortzone verlassen und sind in ein neues Leben aufgebrochen. In Andalusien betreiben sie die Pferdefinca Los Angeles. Einen Ort, den Feriengäste nur ungern verlassen. Hasta luego. Oh, schwer. Das heisst auf jeden Fall, dass das, was wir wollen, das Familiäre und das sich fühlen wohl, haben wir das erreicht. Und dass die Leute runterfahren können, ist einfach wie eine grosse Familie. Ich meine, wir lernen die Leute kennen. Und jetzt, klar, mit der Sophia bin ich ja zusammen aufgewachsen, aber auch viele Leute, die man überhaupt nicht kennt, die wachsen immer zu Herzen. Mit großem Enthusiasmus sind die beiden in ihr Abenteuer gestartet. So, winkeln. Tschüss zusammen. Doch die Ernüchterung folgte schon bald. Es war eine bewegte Zeit. Auch mit ihnen wollen wir noch mal zurückblicken. Den Start macht sich Urs Batzli für die Arbeit zurecht. Der 47-Jährige hat einen außergewöhnlichen Job. Urs steht im Dienst einer schwerreichen Unternehmerfamilie. Er kümmert sich um deren Häuser und Fahrzeugpark. Heute muss er VIP-Gäste abholen. Doch schicke Anzüge und Fahrten mit PS-starken Edelkarossen gehören für Urs bald der Vergangenheit an. Denn sein Herz schlägt für richtige Pferde. Streicheln, das ist nicht das gleiche wie mein Pferd, das 1 PS hat. Streicheln, das ist ganz etwas anderes. Und zu einem Auto kann man doch auch keine Beziehung aufbauen. Zu einem Pferd kann man eine Beziehung aufbauen. Es ist ganz eine andere Arbeit als das, was ich jetzt die letzten 10 Jahre gemacht habe oder was ich vorher gemacht habe. Auf das freue ich mich wirklich. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Irgendwie. Das ist so weit weg. Für mich jetzt, habe ich es vorhin geschaut. Ich meine, klar, mag ich mich noch erinnern, aber es ist so weit weg irgendwie. Es ist, passen. Es ist längere Vergangenheit, wie ein Haufen andere Sachen in meinem Leben. Zu Hause teilt sich seine Freundin Miriam Thomann für ihren Arbeitstag. Sie ist Verkäuferin in einer edlen Boutique. Also hier brauche ich ungefähr sicher eine gute halbe Stunde, bis habe ich duschelt, alles mit geschminkt und gemacht. Schon bei mir ist es so schön am Morgen, weiss ich nie, was anlegen, wenn ich stehe auf. Ich habe so viele Kleider, was sollte ich heute? Dann verliere ich schon 5 Minuten Zeit. Und dann in Spanien natürlich, das ist einfach. Arbeithosen tragen, ein T-Shirt, ein Jäckchen drüber. Und dann, glaube ich, brauche ich nicht mehr als 5 Minuten. Die Sachen, die hier habe ich wichtig gefunden, hier würde es mir gar nicht in den Sinn kommen. Das Schminken, Kleider und Miriam steht ein schwieriges
Abschied bevor. 11 Jahre lang hatte sie einen treuen Begleiter an ihrer Seite. Le Belli. Den belgischen Schäferhund Lobo. Doch Lobo kann nicht mit nach Spanien. Hallo. Er muss hier in der Schweiz bleiben. Miriam und Urs bringen den Schäferhund zum Ehepaar Silberer. Hallo. Das Rentnerpaar kümmert sich seit Jahren um Lobo. Hallo. Ja, jetzt lassen wir ihn halt hier. Ja. Dann kommen wir den Mann nicht mehr vorbei. Weißt du, dass wir ihn völlig durcheinander bringen? Ja. Alles ist gut, ja. Das eh. Oh, Löppeli. Das kommt schon gut. Ich habe nicht Angst, gell? Und dann gucken wir weiter. Ja. Der 11-jährige Hund würde die südspanische Hitze nicht mehr ertragen. Nun soll er für immer beim Ehepaar Silberer bleiben. Bumm, beim Urs, gell? Ich lauf noch mal bei ihm drauf. Nein, und ich weiß, er ist ein sehr guter Hang mit euch. Gell, wir gehen möglichst schnell auf den Fahrt. Fast manchmal verwöhnt, finde ich. Ja. So, Lobo, dann verabschieden wir uns für euch. Dann wünsche ich euch gute Fahrt. Ja, gell? Anni, gell? Ja. Gute Fälle. So, Abschied von ihm. Das ist mir schon schwer gegangen. Es war ein bisschen wie ein Kind. Er hat einfach zu uns gehört. Mhm. Die neue Heimat von Miriam und Urs ist die Pferdefinca Los Angeles. Hier züchten und verkaufen die Auswanderer andalusische Rassepferde und erteilen den Feriengästen Reitunterricht. Hey, schau dort. Oh. Urs lebt bereits seit einigen Wochen auf dem Hof. Und heute ist nun endlich auch Miriam angekommen. Als erstes zeigt Urs ihren Nachwuchs. Das ist ein Hengstchen, gell? Jetzt sehe ich. Hier hinten, da ist ein Saugen. Wow! Der ist so schön. Das ist ein herziger. Der ist so schön. Hi, Mädeli. Fernsehen schauen. Ja. Und wir haben einen hellen Tag. Mann, du kommst auch noch schön. Ein Mitarbeiter zeigt ihr, was auf den Tisch kommt. Das ist ein bisschen Früchte, die wir im Moment haben. Orange haben wir noch mehr. Und ja, einfach gut fühlen. Bei mir war es ganz einfach. Zum Morgen noch ein bisschen Brot und bei Türkäse. Das ist einfach gesund mit Frucht und alles. Und ein bisschen Tomaten. Feriengäste, Angestellte und die Finca-Chefs. Auf Los Angeles essen alle zusammen. Beim Frühstück bekommen die Reitschüler ihr Pferd für den Ausritt zugeteilt. Die Einteilung der Pferde und der Guides ist natürlich Chefsache. Hey, darf ich zum Macho oder wieder Baby im Ausritt? Ja. Aber in Zukunft ist es so. Einer bleibt. Ja, das ist gut. Nicht drei Reihen, geht's so. Ja, aber es geht so darum, dass wir die Runden kennen. Ja. Ich muss nach dem Morgen schnell Wasser holen, kein Wasser. Ja, da geht's mit. Wir sind aber in eineinhalb Stunden wieder da. Vieles ist neu für Miriam. Vieles wird sie lernen müssen. Doch die größte Herausforderung wird sein, ihren Platz im Team zu finden. Ja, Mimi, hast du gemeint, du kommst jetzt runter und kommst in die Ferien und die Party? Nein, das schon nicht. Der Typ ist schwer, hä? Wir müssen daraus kommen, wie genau hier reden. Das war ganz direkt und manchmal so ein bisschen grob. Und das war ja nicht mal böse gemeint. Nein, ich weiss es jetzt, wenn ich kenne dir nicht. Deutsch schon klar. Aber nie persönlich. Aber du bist halt ein bisschen Feinöckerli manchmal. Ein Wäusches. Ein Wäusches. Und ich bin eher der Holzblock. Wow, das geht super aus. Adrian, Rodeo, please. No, ui, nein. Seid ihr? Der hat super reagiert. Also du hast jetzt genau 3 Jahre Zeit, das Level zu erreichen. 3 Jahre? Ja. Zwar nur langsam, aber stetig.
Die Beziehung zwischen Miriam und Robert entspannt sich. Noch eine leckere Tita. Okay, jetzt musst du schauen. Siehst du, das hält denen nicht einmal hin. Urs kümmert sich auch um den Unterhalt des Hofes. Die Zäune sind in desolatem Zustand. Die Angestellten haben die elektrischen Drähte nicht fachgerecht montiert. Jetzt hat es viel Strom. Mucho corrente, corrente. Ja, ja. Mucho corrente. Aha, jetzt hat es einen gepolt. Está bien. Claro. Ja, sie sind gleich lang. Und so tust du schön gerade. Und bei ihr wirklich nicht zu fest ziehen, noch mal ganz wenig und schau. Und wenn du wirklich merkst, einmal geht sie zu viel schnell, kannst du wirklich nur tief sitzen und ganz wenig ziehen und ho, sagen der Befall. Der Befall ho ist zum Anhalten. Alles, was ist nicht drauf, mache ich so gerne. Schon als Kind ist Miriam geritten. Super, Cindy! Jetzt kann sie ihre große Erfahrung den Schülern weitergeben. Ich will versuchen, galoppieren. Hüp, hüp. Miriams Wissen, ihr Umgang mit Pferden und Gästen beeindrucken auch Robert. Du hast das super gemacht mit ihm. Gell? Ja. Tut dir gut. Du wachst. Ja, ja, aber. Du wachst jeden Tag ein bisschen mehr. Ja, das stimmt. Plötzlich muss ich dich wieder ein bisschen oben runterholen. Ah, das tut gut. Was man etwas sagt, das ist wirklich so. Sonst sagt er nichts. Oder im Gegenteil von der Motze. Und dass ich so herzlich sein kann, habe ich gar nicht gewusst. Das habe ich ja gar nicht wollen. Das habe ich nicht vergessen. Unglaublich. Das ist gut. Ja. Danke. So friedlich habe ich mich noch nie gesehen. Ja, noch nie erlebt. Hasta luego. Inserato auf der Finca Los Angeles. Ist etwas passiert, was niemand erwartet hat? Ein Pferd ist gestorben. Einfach so. Gestern Abend ist der noch da. Ist er ja noch nachgelaufen, eine Zeit lang. Ich habe ihn ja noch nachgeführt. Mit der Luna zusammen, beide links und rechts. Nichts, der gleiche Tag. Nichts. Heute Morgen tot. Er hatte einen Herzschlag. In diesem Moment war es sehr schlimm für uns beide zusammen. Sehr, sehr schlimm. Es war das erste Mal, als ich mit Mimi zusammen den Betrieb selber führe. Und wirklich im dümmsten Moment hat sich der Leon rausgelesen zu gehen. Ich kann dich nicht anrufen. Ja, du musst an Robert sagen, du kannst ihm das nicht drei Wochen lang bestätigen. Ja, ich brauche noch etwas Zeit. Ich kann jetzt nicht. Geschäftspartner Robert ist vor 3 Tagen in die Ferien gefahren. Urs will ihm den Urlaub nicht verderben. Und doch muss er eine SMS mit der traurigen Nachricht schicken. Er hat vorhin gerade angerufen. Hä? Ja, er hat mir gesagt, ich habe nichts dafür. Ja, das ist ich habe gesagt, tut mir leid, Robert. Aber ich musste sagen, sonst wäre ich kaputt gegangen. Ich muss das verarbeiten, damit du mich erleichtert. Ich muss noch rauskommen. Das Mimi ist ganz sicher in dieser Situation, kann man fast sagen, stärker als ich. Oder ist meine Stütze gewesen. Für mich ist das so wichtig, es ist mir wirklich klar gewesen, wir müssen der das sagen. Ja. Und du hast die richtige Entscheidung zum Glück für mich getroffen. Lass ihn laufen! Zu lange Zügel, Nicoletta! Lass ihn laufen! Super! Auf der Pferdefinca bemühen sich alle, den Betrieb möglichst normal aufrechtzuerhalten. Gäste sind da, die reiten lernen wollen. Und auch eine Kaufinteressentin hat sich angemeldet. Ein Feriengast hat sich während der letzten Ferien auf Los Angeles geradezu in einen Hengst verliebt. Das hast du nicht vergessen. Barbara ist die Erste, die auf das Pferd sitzt, außer dem Adrian. Locker bleiben, Barbara. Hühnerhaut. Ja, wirklich Hühnerhaut.
Lotte. Barbara Trammeier und der Andalusier harmonieren perfekt. Bravo, Barbara. Gestützchef Urs kann heute sein erstes Pferd verkaufen. Ich wünsche dir viel, viel Glück, gell? Alles Gute mit dem Pferd. Danke vielmals. Jetzt lassen wir schon ein bisschen allein. Ja, finde ich so schön. Das war die Pferde. Eine überglückliche, frisch gebackene Pferdebesitzerin. Prost, Eclipse. Hat sie Freude, he? Und ein noch glücklicherer Pferdeverkäufer. Machst du ihn noch süchtig mit dem? Wir lieben, was wir machen. Und es gibt so viel zurück mit der Rost zusammenarbeiten. Mit so lieben Leuten, die kommen hier. Du siehst, die sind voll glücklich, begeistert. Das gibt dir so viel zurück. Und das ist so intensiv. Das ist so wahr, das ist nichts oberflächlich. Das ist Ehrlichkeit, ja. Und das finde ich so schön. Und klar, mit allen, wie wir schon besprochen haben, die Schwierigkeiten, die man am Anfang hatte, bis man seinen Platz gefunden hat, ein bisschen Fuss gefasst hat. Aber ich habe mich den Entscheid nie, wirklich nie bereut. Nie. Gell? Es dauerte wohl etwas länger, als sie gedacht hatten. Nun aber haben Miriam und Urs ihren Platz in der neuen Heimat gefunden. Doch eine Frage bleibt. Wer hat das Sagen auf der Pferdefinca? Kannst du nicht rufen, Elena, komm raus. Dann gehst du auch rauf. Ich kann dort durch. Familie Ruckstuhl wollte schon immer, dass die Kinder direkt vor der Haustüre spielen können. Hat es keine Eier drunter gehabt? Nein. Eier. Und dass der Vater mehr Zeit für die Familie hat. Also jump. Achtung, Kopf. Joe, komm, ich geh mal schauen, ob es ein paar Erdbeere hat. Die Mutter träumte von einem Garten. Und in diesem hat nun sogar ein ganzes Gewächshaus Platz. Ohne Baubewilligung. Das haben wir den Frühling aufgestellt, dass wir etwas mehr Sachen machen können. Und bisschen, weil jetzt im Garten ist ja eigentlich schon alles tot wegen dem Frost. Und hier innen mag es jetzt gleich noch ein bisschen wachsen. Hä? Nein, was nimmst du jetzt da weg? Ja, aber nicht die Grünen. Und den kannst du gleich noch essen. Komm. Sie wartet schon. Sie ist schon gekommen. Good job! Komm. Familie Ruckstuhl hat noch weitere Pläne. Sie will richtig sesshaft werden und ein eigenes Haus kaufen. Nein, Mami. Zuerst aber schauen wir auch mit ihnen zurück. Na. Tschüss, sagen der Oma. Du siehst sie lang nicht mehr. Familie Ruckstuhl verabschiedet sich auf dem Hof der Eltern von Markus im thurgauischen Ecknach. Schau gut, Familie. Ja, ja. Tschüss. Tschüss. Mama. Ich bin sie. Ciao. Mach's gut. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Ja, scheiße. Oh. So ist das Leben, ja. Ja. So ist es. Geht wieder weiter. Ja. Gypsy steigen. Adieu, Pralliswinden, elterlicher Hof. Adieu, Heimat.
brauchst ein Wäschtüchli. Nein, ja. Ja, ja. Ja, ist halt schon. Ja. Die Heim, ja. Hä? Ja. Nachher. Für seine Familie oder uns, bei ihnen ist immer noch der Hof der Mittelpunkt der Familie. Es kommen auch alle immer wieder zusammen dort. Aber man da am meisten vermisst, die Familien und alles. Ist halt schon. Ja. Die Familie Ruckstuhl wandert zum zweiten Mal aus. Nach Nenton, einem kleinen Ort in der Nähe von Calgary. Der Vater hat auf der gleichen Farm wie bei der ersten Auswanderung eine Anstellung bekommen. Und erneut konnte die Familie in ihr altes Häuschen einziehen. Wenn wir noch nie weg sind, wäre es länger. Ja. Ich bin früh aufgewacht, also früh, um 5 Uhr oder so aufgewacht. Und dann bin ich raus in den Garten und habe Kojoten gehört heulen. Und dann hatte ich so wirklich so den Moment, jetzt bist du heim. Dieses Paradies hatten sie einst verlassen, als sie erfuhren, dass Josephine an einer lebensbedrohlichen Stoffwechselkrankheit leidet. Zur Behandlung der Kleinen kehrte die Familie in die Schweiz zurück. Die Behandlung, eine Stammzellentransplantation, verlief erfolgreich. Doch ihr Mädchen muss ein Leben lang medizinisch betreut werden. Es gibt ein Leben vor der Diagnose und eins nach der Diagnose. Nein. Ja. Du schaust es nicht mehr gleich an. Ja, packen wir es an, gell? Ja, du. Jetzt geht's los. Los also. Die Ware des Vormieters wegräumen. Im Keller treffen sie auch auf Dinge, die sie einst bei ihrer überstürzten Abreise zurücklassen mussten. Für Fleisch, Hackfleisch, einen Haufen. Oh, aber schau noch mein Körbli zum Gemüse holen. Wo ist der jetzt? Ich habe es verloren. Ich habe es mal gesehen. Gurken. Rande jetzt auch noch hier. Eben hier der Toaster. Ich glaube, wenn der nicht allzu staubig geworden ist, dann sollte der kommen. Wir haben den hier neu gekauft. Das schmeckt immer noch. Ja, ja, lass dich das Haus abgefackelt mit dem, falls du es nicht gemerkt hast. Schmeckt immer noch verbrennt. Wegen Laufen. Geht es überhaupt durch das Loch durch? Ja, irgendwie schon. Irgendwie hat er es reingepackt. Das ist der einzige Weg da draußen. Das ist der Geruch. Hast du einen Lumen? Bist du sicher? Gut, dann hätten wir draußen. Also. Das war schon stressig. Ja, aber es wird also, wieder mal stressig. Ich will es nicht gerade wieder machen. Ja, aber wir zügeln wieder mal, denke ich. Ja, aber nicht overseas, I hope. Nein, ja, selbst schon nicht. Keine Zeit für eine Pause. Und auch wenn ihr neues Zuhause nur gemietet ist. Ja, du kannst dort nicht mitfahren, Schatzeli. Aber kannst du zuschauen. Ihren Garten dürfen sie umpflügen, wie sie wollen. Und anbauen, was sie wollen. Schauen wir mal, ob das geht. He? Im großen Stil eigenes Gemüse anzupflanzen, das war mit ein Grund, warum die Familie ausgewandert ist. Ich würde sehr gerne im Herbst einmachen und so ein bisschen, ich sage immer so ein kleines Eichhörnchen oder so, das auf den Winter seine Vorräte sammelt. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Mit Kudung frisch von den Rindern vor der Haustür bereitet Markus das erste Gemüsebeet vor. Und die kleine Josephine lernt dabei so, wie alle Kinder lernen. Sie ahmt ihren Vater nach. Tja, du checkst, dass es ein Biss? Nein. No. Josephine hat ihren ersten Arzttermin in der neuen Heimat. Die monatlichen Untersuchungen finden jeweils im Spital von Calgary statt. Hello. Hello. Hi. How are you? Good to see you again. Good to see you. Welcome back. Hello, how are you doing? Hallo, schön dich wiederzusehen. So good to see you again. Yes. Can you say hi? Sag hallo. Du schaust gesund und gut aus. Good. So, nun bin ich gespannt, wie alles gelaufen ist. Hat es Probleme gegeben? Das Herz ist gut, die Lungen sind gut, die Leber, die Niere. Alles ist gut.
Da war Flüssigkeit in ihrem Gehirn. Haben die Schweizer Ärzte gesagt, dass es behandelt werden muss? Sie haben gesagt, dass es auf dem jüngsten MRI besser ausschaut. Wenn du dich gerade so wohlfühlst, dann wollen wir dich doch gleich untersuchen. Okay, ja. Ja, ja. Oh, it's your turn. Josephine's turn. Yes, we can do this. Jojo. That's okay. Wie eine Prinzessinnenkrone. Yeah. Oh, yeah, we got the same number. Good job. Wie sich die Organe und Gelenke von Josephine längerfristig entwickeln werden, ist schwierig vorauszusagen. Doch Dr. Kahn ist im Moment zufrieden. Zum Glück gibt es keine Herzprobleme. Das ist echt ein großer Vorteil. Hi. Bye-bye. Let's go. Mit dem Spitalbesuch ist der Alltag in Kanada definitiv eingekehrt. Call Honey. Calling Honey. Ja, ja, Jojo war mega lieb, wie sagt man, geduldig. Ja. Blöd haben sie jetzt noch keinen genommen, aber jetzt wird auch referral to this and referral to that, then we're gonna be back a million times. Ja, ich bin da. Daddy. Daddy am Telefon. Tschüss. 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 Ich glaube, fast 3 Monate gegangen, bis wir das erste Mal einen Arzt gesehen haben. Das war wie so eine Ferie. Wie lange nicht gelaufen. Ja, und das ist wirklich, das haben wir auch seit nie mehr gehabt. Das haben wir auch seit dem ersten, seit der Diagnose nie mehr gehabt, dass wir 3 Monate lang keinen Arzt gesehen haben. Und dann war es wirklich so, wie nach Ferien wieder zurück an die Arbeit, die du hast. Ist so, nein. Beefland, so nennt sich die Gegend im Süden von Alberta. Sie ist bekannt für saftige Steaks. Tim Scorry ist einer der wenigen Bauern, der Milchwirtschaft betreibt. Die Familie Ruckstuhl hat 3 Kälber aufgenommen. Markus will nun eine Ammenkuh für die Jungtiere kaufen. Die dort hinten. Wie viel willst du für sie haben? 2.800. 2.800? Das ist viel Geld. That's a lot of money. Das sind schon fast Schweizer Preise da. Jetzt denkt so um die 2, ja, vielleicht 2.200 oder so. Jetzt. Aber das sind, ja, gut, die haben 3 Monate lang, also vor 3 Monaten ins Kalb, die geben jetzt schon noch ein bisschen Milch. Aufpassen, Selena, gell? Du bist barfuss. Schau, jetzt habe ich dir Fotos gemacht von diesen Kühen. 2.800 Stutz. Wie gut, aber das ist normal eigentlich, oder? Ja. Ja, wie viel Milch gibt es denn jetzt im Moment? Ich weiß es nicht. Ja, nach den recht gut. Ja, 3 Monate. Nicht gefragt? Nein. Ich weiß ja, nicht. 3 Monate sind die Kühe, die mit 3 Monate gekäbelt haben, die 50 Liter am Tag gehen. Es gibt solche, die 15 Liter am Tag gehen. Ja, 20 Liter gibt es sicher. Eure Schermel ist ein bisschen gutgläubig. Ich bin schon eher Kritikerin. Und er ist manchmal einfach, er sieht dann das Gute oder will dann auch das Gute glauben. Und das sollte ja auch so sein. Aber es ist eben leider heutzutage so. Heutzutage zum Teil. Aber das fängt überall so. Das ist auch in der Schweiz. Das ist leider ein globales Problem. They go straight up there. 2 Fahrstunden von zu Hause entfernt ist Markus mit 200 Rindern unterwegs. Angeführt von Don Lowe, dem Chef-Cowboy und Arbeitgeber von Markus, treiben sie die Rinder auf die Sommerweide Willow Creek. Das ist schön, das ist noch der Frieden da. Keine Leute umeinander. Der einzige da, kein Bass. Ja, niemand wohnt da in den nächsten Quadratkilometer. Das sind so ja, Alpen, halt, wo abgelegene Täler. Come on, guys. Come on, guys. Swiss.
Schweizer haben den Ruf, gute Arbeiter zu sein. Und Markus ist so einer. Die hochgelegenen Sommerweiden gehören dem Staat. Farmer haben Weiderecht. Am Ziel das traditionelle Pferderennen. Das ist ein Abschlusssport. Schauen, wer der schnellste ist. Chef, der Boss. You won? Well, I hope so. Der Donny, ja, der Donny. Real Cowboy. Real Cowboy. Ja, ich. Du musst keine Angst haben, okay, Ella. Es ist schon abgebunden. Das Leben in Ruckstuhls neuer Heimat ist ein Leben voller Abwechslung. Giorgio, komm zu Mami. Und Josephine, die wegen ihrer Krankheit große Probleme mit den Gelenken und dem Knochenbau hat, hat hier viel mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen. So auch zu reiten. Jetzt sind wir dann mal Sattel. Mal schauen mit der Josephine, wie es geht. Ob sie sich anfreunden mit diesen Tieren oder ob es noch zu früh ist für sie. Wäre aber gut zum Reiten für sie auf den Beinen, dass sie etwas flexibler bleiben. Noch haben die Eltern kein Pony für die Kleine. Ja, du hast dich verstecken, das ist eine gute Idee. Dafür darf Josephine ihren ersten Ritt auf einem der Pferde von Farmerchef Don Low machen. Das Pony kostet halt locker auch 1500 bis 2000 Franken. Und ja, das ist schon ein Haufen Zeugs gekauft. Ist jetzt ein bisschen knapp mit dem Geld. Gell, gibt es vielleicht nächstes Jahr das Pony? Und diese Worte haben die Zuschauer von Auf und Davon derart berührt, dass einige von ihnen tatkräftig in das kanadische Schicksal von Josephine eingegriffen haben. Doch dazu später mehr. So, die warten schon alle. So, dann machen wir es so, ich nehme ihn wieder. Ja, ich gehe da hinten auf den Hügel und gucke dir beim Training zu. Dann wird es ein bisschen Schatten da. Okay, dann probieren wir das aus. Nimmst du ihn? Er schläft. Ja. Mein Gott. Yeah. Passt ja alles, ne? Er schläft das Training, ey. Gewöhnliche Hausschafe werden die ersten sein, die ihr Können im Freiluftklassenzimmer vorführen. Die sechs, die hat Kind vom Schäfer großgezogen und dann hätten sie eigentlich zum Schlachten sollen. Und dann haben sie der Alexander Eis auf den Geburtstag geschenkt. Nünchen, wo bist du denn? Da. Und dann haben wir gefunden, ja, dann brauchen wir ja noch mehr dazu. Und das war eigentlich auch der Hintergedanke von denen. Emu, Charlie und seine zwei Kumpel hingegen haben Alexander und Remo nicht vor der Schlachtbank gerettet. Sie lebten in einer Auffangstation. Ja, und für das, dass die eben aus einer Auffangstation gekommen sind und nie eigentlich so Kontakt hatten, sind sie jetzt extrem entspannt. Gell? Ja, hier, Kraun mag er auch. So, alles klar? Die Emus waren sogenannte Dauerhöcker, also Ladenhüter. Keiner wollte sie haben. Es steht hier jetzt nicht so ein Masterplan, wo man sagt, es kommt dies oder jenes Tier. Es kommt immer darauf an, welches gerade ein Zuhause sucht. Und die drei, die waren in der Auffangstation und ich glaube, du hattest sie gesehen, gell? Ja. Und wir wollten eigentlich nur einen Greifvogel abholen. Ja, und schon sind die drei auch eingezogen, wenn der Platz das halt hergibt und die Zeit, die wir halt jeden Tag auch für die Tiere brauchen. Hopp, 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 hopp. Ob Emu kommt. Oder Hausschaf, Schäfchen. Mit jedem Tier wollen sie täglich trainieren. Komm on, hopp. Das ist so cool. Bremsen. Hi. Hey. Schäfchen. Hi, ich hab hier. Lecker. So, und das werden wir dann halt machen. Das Kind kann da stehen, Schäfchen rufen. Und dann, blablabla. Luna. So, und dann, nee, alles wird nicht geklaut hier. Wenn du noch eine kleine Hürde hinstellst, dann springen die drüber und die Kinder haben etwas zum Futtern. Und das ist doch ganz witzig.
Obwohl es einfach nur Schafe sind, aber viele Kinder kennen Schafe ja gar nicht mehr. Also der Unterschied zwischen Geissen und Schaf ist schon schwierig heutzutage. Gell? Ja. Schäfchens! Hey! Schäfchens! Und zurück, komm! Yippie! Hobby! Hey, Schäfchen! Seit über einem Jahr lebt Urs auf Los Angeles. Neben dem Reitbetrieb kümmert sich der Bauernsohn auch um die Landwirtschaft. Wegen Feuergefahr muss er eine Brandschneise ins Feld ziehen. Das ist Vorschrift in Andalusien. Ja, geil, das muss einfach gemacht sein. So, Feierabend. Während der Hochsaison sind die Tage auf der Pferdefinca lang und die Nächte kurz. Bis später. Meine Mauscheli. Miriam ist eine Frühaufsteherin. Ragusa kommt alle. Bevor sie das Frühstück auftischt, räumt sie die Überbleibsel der letzten Nacht weg. Der frühe Morgen ist der einzige Moment des Tages, den Miriam für sich alleine hat. Ich finde das so schön. Aufstehen ist fast noch... Hey, buenos días, Anabel. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Ja, viel mehr Morgen, Mensch. Immer so gewesen. Das genieße ich. Das ist, wenn die Natur geht auf und alles, dann hast du deine Ruhe, das ist für dich. Habe ich ganz gerne. Mal bist du manchmal mir zu laut. Das ist normal, die haben Urlaub, gell? Die Leute geniessen die Leute. Rausräumen. Komplett. Dann brauchen wir Wasser hier drin. Das ist 7 Meter auf... Ja, das ist gross genug für die Fohlen. Ja, das ist kleine Fohlen. Urs hingegen sitzt oft noch lange mit den Gästen zusammen. Doch auch er ist bereits wieder auf den Beinen. Die Fohlen brauchen ein Winterquartier samt Koppel. Denn bald schon werden sie von den Müttern getrennt. Ich habe noch ein Tor. Und er hier auch den Zaun machen. Bis irgendwie hierher. Ob der Steine durch da. Nein, stopp. Du musst bedenken, es sind... November, Dezember, Januar, Februar, März. Robert lebt schon lange in Spanien und hatte jahrelang einen eigenen Reitbetrieb. Auf diesem lernten sich die beiden Männer kennen. Urs war Gast, dann Freund. Aus Freunden wurden Geschäftspartner. Die beiden beschlossen, zusammen eine Finca zu übernehmen. 5 cm. Es war nicht immer einfach. Es hat immer ab und zu Reibungspunkte gegeben, wo nicht einfach. Weil ich einfach andere Prioritäten gesetzt habe. Prioritäten ist Gäste. Und er ist natürlich mit der Absicht, das Landwirtschaftliche und Mechanische zu regeln. Aber wenn ich Not am Mann habe mit Pferd, damit unsere Gäste reiten können, dann brauchen wir gut berittene Pferde. Ich habe es selber gesehen, das ist wohl wichtig, die Landwirtschaft. Aber das ist einfach wirklich die Priorität, sind die wunderbaren Wesen. Noch hält Robert mehr Anteile an der Finca. Und Fakt ist auch, Freundschaft oder Partnerschaft hin oder her, der alte Pferdeflüsterer will noch das Sagen haben. Solange ich noch aktiv bin, und das ist vielleicht jetzt noch ein Jahr, zwei Jahre, bin ich einfach vom Typ her, bin ich noch. Man muss jetzt einfach noch ein, zwei Jahre warten und dann kann das Ganze übernehmen. Dann begebe ich mich in Ruhestand. Und das ist gar keine Sache, weil das schlägt, dort tut man aufweichen, die Pfähle schlagen, tut die Pfähle heim. Das ist der Eingang, sind wir uns einig. Ja, dann mach ich Schweiz. In Kanada sind die Erntearbeiten beendet. 3 lange Monate haben sie gedauert.
Tags zuvor hatten die Farmarbeiter noch das letzte Feld fertig gedrescht. Heute ist ein Vorarbeiter ausgefallen. Morning. Guten Morgen. Markus übernimmt den Job und teilt die Arbeiter ein. Wir bringen die Erntemaschinen zur Farm zurück und dann reinigen wir sie. Ja, ein bisschen organisieren, wenn jemand anders dumm ist, aber viel ist eben auch zu wenig organisiert. Aber irgendjemand muss organisieren. Man muss ein bisschen Dampf unter dem Arsch machen. Aber ja. Du kannst an der Spitze fahren. Nein, ich mache das Schlusslicht. Jetzt müssen die geleasten Mähdrescher zur Farm zurück. Dort werden sie gereinigt und einmal sauber wieder dem Landmaschinenhändler übergeben. Dieser Lastwagen war geladen. Wie der wohl wieder rauskommt? Ja, der braucht einen rechten Stoß. Eigentlich ist Markus heute für das Vieh zuständig. Rinder, welche im sogenannten Feedlot auf Don Lowe's Farm gemästet wurden, gehen zum Besitzer zurück. Brauchst du einen Zähler? Hier sind die Tiere noch wirklich, also wild und sind im Sommer auf der Weide und haben dann auch keinen Menschenkontakt. Und auch im Feedlot, ich meine, da läuft einer mal durch im Tag, aber du hast nicht mit jedem Tier Kontakt. Und es ist einfach noch ein bisschen wilder Natur. Doch ob zahm oder wild, einmal 750 Kilo schwer, ereilt alle Rinder das gleiche Schicksal. Sie landen beim Metzger. Alles gut? Bis jetzt ja. Das Küchenteam im Tierpark Bell ist gut eingespielt. Ja, also mittlerweile haben wir ja Leute, die schon lange immer zu uns kommen und jetzt schon über anderthalb Jahre bei uns arbeiten. Und da wir immer wieder alles haben, ist ja viele Sachen wiederholen sich wieder und dann kann ich gut mit dem Kleinen spazieren. Kaum war der Tierpark eröffnet, erfuhren Alexandra und Remo, dass sie bald Eltern würden. Ich denke, das Leben, das er hier hat, das wird schon prägend sein. Also, es ist so ein kleiner Mogli, der zwischen den Tieren aufwächst und hat einen grossen Spielplatz. Von dem her eigentlich ideal. Also, darum haben wir auch gesagt, ich meine, der Zeitpunkt ist super. Und warten ist immer nicht gut. Du musst immer sofort machen, wenn du eine Idee hast. Sonst machst du es nie. Er schläft wieder. Alles gut. Ich würde sagen, wir gehen ins Haus, dann haben wir ein bisschen mehr Schatten, oder? Ade. Mami Alexandra hat soeben die Hunde trainiert. Jetzt übernimmt sie den Kleinen. Remo wird in der Tiger-Arena erwartet. Nein, das ist er. Gut, Timon, komm hier. So, hi Timon und... Der neue Star in der Tiger-Manege ist Timon. Ein Stubentiger aus dem Katzenheim. Dann gibt's ein Leckerli. So. Komm hier hin, dreh dich. Timon, hopp. Okay, jetzt ist was. Gut, jetzt gehen wir nach vorn. So, einmal Slalom laufen. Ey, Slalom, das hast du gut gemacht. Ja, habe ich mit dem großen Tiger auch schon probiert, hat nicht funktioniert. Hä? Oh, so, da ist das große Leckerli. So, ab und tschüss. Der will der gleiche Lohn wie ein großer, ne? So, Rani, guck mal. Komm, willst du, ey, Rani. Hier ist er. Hey. Ja,
alles gut. Komm, alle und auf, komm. Okay, seid. Zeig mal, wie groß du bist. Komm, mach das mal hier. So. Und dann sieht man nämlich, wie groß dieser sibirische Tiger ist. Ne? So, gutes Mädchen. Okay, komm hier. Ja, gut gemacht. Okay, komm, ab und geh. Es waren mitunter die Tiger, die Remo zum Auswandern bewogen hatten. Der 36-Jährige hatte die Schweiz verlassen, um sich eine eigene Welt zu erschaffen. Es gibt schon Sachen, wo wir auch jetzt ausgewandert sind, zum Beispiel, wo Olympische Spiele waren und du kriegst keinen Schweizer Fernseher, oder? Wo du merkst, okay, du bist in einem anderen Land. Sonst ist es aber wirklich so, dass wir halt meistens hier bei uns im Park sind. Das ist jetzt so unser kleines Reich. Und da ist es egal, ob du in Deutschland oder in der Schweiz bist, sondern das ist dies. Wir haben so Gegend erkundet oder so, wie das Touristen machen und uns einmal erzählen, wie es hier schön sei. So weit sind wir noch gar nicht gekommen. Auch in Spanien findet Urs kaum Zeit, die Gegend außerhalb der Finca zu erkunden. Selbst ein Bad im Pool hat der 49-Jährige noch nie genommen. Das ist für Gäste Pool und nicht für das Personal. Ich bin nicht so der Wassermensch. Viel Arbeit zwar, doch diese zahlt sich aus. Also gegenüber dem letzten Jahr haben wir wieder eine recht grosse Steigerung an Buchungen zu verzeichnen bis jetzt. Jetzt im Herbst sieht es so gut aus, dass noch recht viele Gäste kommen. Und das ist wirklich, jetzt haben wir jedes Jahr immer. Das können steigern und müssen sagen, langsam mehr geht gar nicht. Also, eine grosse Steigerung von Buchungen können wir nicht mehr erwarten, weil einfach, ja, es sind nicht mehr Bettwetter, als wir haben. Also über den Erwartungen. Also Millionär werden wir nicht, aber wir können sich sogar zu Schimmel ein paar neue Hosen kaufen. Mach's tranquillo, eh? Sie ist ruhig, sie braucht keine Beruhigungsspritze. Wenn Juan da ist, sind alle Pferde ruhig. Nicht alle, aber einige. Ich bin einfach der Bauer. Ich kenne das pure Spanisch. Campesino. Zeit für innige Momente haben die beiden während der Hochsaison kaum. Diese Zweisamkeit, die vermisst vor allem Miriam. Er bleibt immer sehr lang mit den Gästen. Ich bin nicht ein Nachtmensch. Und dann, wenn er kommt, schlafe ich schon. Am Morgen stehe ich früher als er. Und dann, manchmal treffen wir uns für Kaffee, manchmal passt das. Aber im Moment jetzt, wo das ist alles früher, die Ausritte und alles. Weil sonst manchmal wir arbeiten immer gleich an Ort, wir sehen uns selten. Also in der Schweiz haben wir schon ein bisschen mehr. Oder nicht ein bisschen, einiges mehr Zeit füreinander. Hier gehen wir vielleicht einmal im Monat, wenn es gut geht, einmal zusammen zu Nacht essen. Und das schätzt man auch viel mehr. Wir haben auch viel die schöneren Gespräche. Jetzt haben wir viel intensivere Gespräche. Und im Gstaad war es irgendwie normal, dass wir gegessen haben. Und hier schätzt man es. Gell, bist du ohne Meinung. Komm. Book, ja, da habe ich Books. Die gehen wir zurückbringen. Komm. Komm, let's go. Rege nimmt Alexandra an den Aktivitäten in Nanton teil. Der Ort bietet vieles für ihre Mädchen. Zum Beispiel Lesenachmittage. Thank you. Solche Tätigkeiten helfen Josephine. Ihr Gesundheitszustand ist stabil und sie entwickelt sich gut. Für die Vierjährige ist es wichtig, dass sie auf jede mögliche Weise gefördert wird. Seit gut einem halben Jahr bekommt sie nun auch Ergo- und Physiotherapie. Ich habe das Gefühl, sie macht gute Fortschritte und ich denke, das funktioniert schon so. Denn es ist ja sowieso auch mit der Therapeutin mehr ein Spiel. Weil in dem Alter kannst du nicht einfach sagen, jetzt mach doch da, es ist gut für dich. Oder? Und sie gehen auch jeden Tag, wenn es das Wetter zulässt, gehen sie auf den Spielplatz. Und dort gehen sie dann, so weit sie kann, hängen und klettern. They're gonna start with a song. Let's go! You're gonna miss the song.
Speziellen Sprachunterricht erteilt ihr die Lehrerin Miss Alice. Hi Josie, how are you? Ja. Mama, Mama. Okay. There you go. How are you today? Bye, Joe. Should we do our cards and then we'll play some games? Yeah, can you say Poppy? Poppy. Good. Who's this guy? Buddy? Baby. Is it baby Poppy? Yeah. Who's this? Mommy. Mommy. Who's this one? Dog. Puppy. Puppy. Good one. You're right. Good job. Good. Her speech has come along. Das Sprechen wird immer besser, seit ich mit ihr arbeite. Anfänglich war sie eher zurückhaltend, nun aber ist sie Teil der Klasse, spielt und redet mit allen. Und sie ist immer bereit, Neues auszuprobieren. Good. Oh, der Schluckauf will nicht weggehen. Wollte ich noch die anderen Tiere machen? Revens Start ins Leben verlief reibungslos. Es war eine Hausgeburt. Er kam im kleinen Häuschen mitten im Park zur Welt. Der kleine Mowgli genießt ganz besondere Freiheiten. Konkret heißt das zum Beispiel, dass er bei uns ohne Windeln aufwächst. Und das kann auch sehr gut klappen. Und ich finde es ganz toll zu sehen, wie gut man auch mit kleinen Kindern kommunizieren kann. Manchmal ist es wie eine Intuition und manchmal zeigt das ganz deutlich und es ist genauso, wie man irgendwann weiß, das Kind ist durstig oder das Kind möchte schlafen und genauso weiß man dann, das Kind muss jetzt mal. Sie hat sich ja viel Gedanken gemacht darüber und alles und das Interessante ist ja, man kriegt einen Hundewelpen, wir haben Waschbären gehabt, mit 10 Wochen Stube rein. Also warum sollst du dem 3 Jahre Windeln anlegen? Und günstiger ist es natürlich auch noch. Also machst du hier auf den Weg? Also das auf der Bank geht ja relativ schnell. Tschüss, du. Bis nachher. Tschüss, Kleiner. Ciao. Ciao, ciao. Remo geht nicht als Bittsteller zur Bank. Nein, ganz im Gegenteil. Das Geschäft läuft hervorragend und übertrifft die Erwartungen. 25.000 statt erhofften 15.000 Besucher kamen im ersten Jahr. Und mittlerweile ist die Bank Kunde bei ihm. Ich treffe mich ab und zu mit denen von der Bank. Das Schöne ist, dass die unheimlich viel Anlässe bei uns machen. Und deswegen ist es jetzt gerade auch wichtig, um das Varieté so ein bisschen reinzubringen. Jetzt werden wir dieses Jahr im Winter zum ersten Mal so eine Dinner-Show anbieten. Mit 4-Gang-Menü und Show, aber nur mit Artisten, ohne Tier. Die Auswanderung hat der Familie Ruckstuhl Glück gebracht. Achtung, alla Cho-Cho. Hallo. Cisco kommt, Bitte. Gell? Pushi. Aida. Da ist jetzt Cisco. Josephine, ihr Rössli, das wir geschenkt bekommen haben. Komm. Das Schicksal der kleinen Josephine hat viele Zuschauer von Auf und Davon berührt. Und sie wollten das Mädchen unterstützen. Nein. Es haben uns ganz viele Privatpersonen angeschrieben und gesagt, oh, wir möchten Josephine ein Boni schenken. Und so. Und dann auch kurz auf aber ist auch noch der Blick gekommen. Da hat er so eine Wunschrubrik, wie auch viele Wünsche oder was auch immer. Und dann haben wir den allen Leuten gesagt, eben, dass der Blick das wird schenken und kaufen. Es sei also schon gut. Und die meisten haben gesagt, ja, aber sie möchten gleich etwas geben. Ich finde es auch lässig. Wir könnten unseren Kindern irgendwie mal sagen, Cisco, die darauf gelernt haben, reiten, die haben auf jeden Fall wildfremde Leute gesponsert. Einfach so. There. You can hold your hands here. Das Pferdchen hat knapp 3.000 Franken gekostet. Wow. Hey, Ben. Das restliche Geld haben die Eltern in einen College-Fonds für die Mädchen angelegt.
sie hängen ein bisschen auf eine Seite, oder nicht? Nein. Better. Better. Kannst du da heben, oder? So heben. Gut. Es ist etwas Besonderes, dass man so etwas einfach geschenkt bekommt. Wir sind dankbar. Auf Los Angeles bieten die Finca-Betreiber ihren Gästen immer wieder etwas Neues. Heute wollen sie eine spezielle Reitformation auf dem freien Feld einüben. Alle Reitguides gehen mit. Für Miriam und Urs eine willkommene Gelegenheit, um endlich wieder einmal gemeinsam unterwegs zu sein. Du musst dir Zeit nehmen, den Weg abschneiden. Du hast eigentlich keine Chance zu hören. Hey, guapa. Hey. Cappuccino noch. Guapa, 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 que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, okay. Du nicht, du. Du nicht. Du. Cappuccino, hör auf! Sich durchsetzen zu können, das war wohl Miriams größte Herausforderung im neuen Leben. Didi! Wo bist du? Jetzt suche ich mein Ross und sehe es nicht. Die Weise hat so viel drum. Didi, da bist du! Das neue Leben gab Miriam die Chance, sich weiterzuentwickeln. Sie hat an Selbstvertrauen und innere Stärke gewonnen. Genau. Hola, nee, super, durchsetzen. Du machst das gut. Auch Urs hat neue Seiten an sich entdeckt. Seine Aufmerksamkeit gilt Lalita. Lalita ist das Sorgenkind auf dem Hof. Bei einem Ausritt erschrak die Stute derart, dass sie kaum mehr in der Gruppe reiten kann und immer nervös ist. Wir haben herausgefunden, dass ich, weiß nicht wieso, das war gar nicht meine Art früher, aber dass ich auf Pferde irgendwie eine ruhige Wirkung habe. Und das ist jetzt das, was ich oft habe. Ein bisschen nervös, also was ich auch sehr gerne mache. Probiere Ruhe zu vermitteln, dass sie ruhig bleiben. Aber ich glaube schon, auch ein zum Meister geworden langsam. In der Zeit. So, bereit? Super, hey. Hey, jeden Tag geht es ein bisschen besser, hä? Ja. Hallo? Hallo. Und? Ja, alles gut gegangen? Wo ist der Kleine? Das sieht aber lecker aus. Ich habe was mitgebracht, ja. Ah, oh, cool. Mmh. Für alle ich was. Ich nehme dir das mal ab. Und, wo ist der Kleine? Der schläft gerade. Ah, ist im Schlaf. Vielleicht jetzt kann ich im Moment mal kurz aus. Remus' Plan scheint aufzugehen. Hast du denn an die Flyer noch gedacht von Marietti? Ja, ich habe den, das wird jetzt bankintern schön verteilt. Okay. Wir kriegen jetzt jeden Flyer. Und dann wird das schon funktionieren im Varieté. Kann ich die Königsbussard machen? Okay. Doch das Kerngeschäft bleiben natürlich die Tiere und ihre Darbietungen. Ob groß oder klein, die Besucher sollen immer wieder von Neuem überrascht werden. Er beißt. Er beißt. So, wir starten trotzdem mit unserem Waldtieren, weil egal bei welchem Wetter, unsere Vögel wollen natürlich fliegen. Wobei, bei unserer Kadira ist es so, die kommt aus einer Auffangstation, die konnte nicht richtig fliegen. Die muss das einfach alles noch so ein bisschen lernen. Und man sieht, sie kann hier vorne immer fühlen an der Brust, ob alles in Ordnung ist. Das ist es bei ihr, gell? Ich lasse sie mal los. Ja, da hast du dich zu lange festgehalten, Kadira. Prima. Genau. Ich so ein bisschen stoße, dann geht's. Jetzt ein bisschen zu Fuß gehen, gell? Genau. Ich habe nachher noch eine Eule, da sieht man dann den Unterschied, wenn so ein Tier richtig fliegen kann. Der Bussard wurde vermutlich von einem Auto angefahren. Ja. Zwei Christe noch, komm her. Ups, da hast du eins unten gesehen. Noch immer ist ein Flügel lädiert. Genau, super. Es geht im Moment ruckzuck hier bei ihr. Ja. Genau. Mami. Hm?
Jetzt, da die Ernte eingebracht ist, hat Familie Ruckstuhl Zeit für kleine Ausflüge in der Umgebung. So. Den da hinheben. Ja, die Familie hat sich etwas anders gestaltet. Und ein bisschen stressfreier, sage ich jetzt mal meistens. Mhm. Also kommt darauf an, wie jetzt gestaltet ist. Aber wir haben sicher weniger Stress hier, als in der Schweiz war. Du hast auch mehr, weil es nicht so viele Leute überall hat. Du musst auch wegen den Kindern nicht so viel schauen. Wenn sie halt mal den Schrei haben oder was weiß ich. Dann lassen wir schreien, bis Bären. Bis blau wird im Gesicht. Wir sind zufrieden da, haben unseren kleinen Traum erfüllen und zielen ein bisschen auf weitere Träume ab. Ja, es ist immer der nächste Plan, aber er wird hier stattfinden. Der Traum, den sie mit nach Kanada nahmen, ist ein eigenes Haus mit viel Umschwung zu besitzen. Hello, hi, Marcus. Hi. I'll give you these. Yes, thank you. You can share with your crew. Yep. In Champion, 35 Minuten von Nanton entfernt, könnte dieser Traum endlich in Erfüllung gehen. Sie schauen sich ein erstes Haus mit rund 8 Hektar Umschwung an. Ja, sure. No, thank you. We'll leave your coat on. Hey, leave it on. We're not staying here. See you, okay? Da könntest du die Dusche gleich bauen. Elena, Silo. Don't touch that stuff. Somebody else's. Also der Place oder der, ja, der Place ist mehr als 8 Hektar und 319.000. Also eigentlich ungünstig. Aber dafür sind beide Häuser scheiß alt und auch so ein bisschen, ja. Ein älteres Häuschen haben wir. Ich glaube, ein gutes Weg, mehr oder weniger. Sache, ja. Das Schwierigste ist zu sagen, dann geht's. Ja, die Fassade könnte man schon mal eine neue Verastung kochen. Gut, aber. We'll have a peek over there. Ja. One, two, three. Elena, das ist Ziele. Ja, two. Lots of cats in there, eh? Jesus, das hat noch nie gesehen. Elena, Silo. Wir haben alles hier, was wir brauchen. Maya, Presse, ja, Schwaber. Aber es läuft sich nicht alles. Ja, aber da kannst du es laufen machen. Das sind noch alte, gute Maschinen. Ja. Oh, Kinder. Also, ich glaube, dem Kind gefällt es. Aber es ist noch zu weit weg von Nanton. Mir wäre es wichtig, dass das Kind am liebsten in Nanton in die Schule könnte. Und wir sind da schon wieder in einem anderen District. So, je nach Schuldistrikt, je nach wie streng das sind, sagen sie vielleicht, nein, die Kinder nehmen, da, nehmen wir auch noch mit oder nicht. Ja, well, I think ja, ich glaube, wir haben es gesehen. Wir sind soweit zuversichtlich. We're pretty confident about that. What? Was? Näher von Nanton wäre uns schon lieber. Ja, aber wir könnten auch damit leben. Es war eine 30-minütige Fahrt. Nein, 20. Nein, das waren bestimmt 30 Minuten. Bestimmt. Familie Ruckstuhl schaut sich noch einige Grundstücke an. Sicher ist, im riesigen Kanada werden sie irgendwann etwas finden. Einmal Seite an Seite über das frisch gemähte Feld reiten, das wäre in der Schweiz kaum möglich. Boss. Boss. Ding. Ding. Boss. Der Angst vor dem Relikario irgendwie. Also soll ich nachvertrauen? Ja, komm jetzt hier, zwischen drei. Warte, ich komme nach dir. Was? Die Umbria schlägt ihm fast. Sollen wir mal probieren? Der spinnt nicht, der ist nur aufgezogen. Der will arbeiten.
mein Leben habe ich sicher gelernt, dass ich innerlich viel ruhiger geworden bin, weniger aufgewühlt. Am Abend ist man wirklich müde, wenn man ins Bett geht, aber man kann sagen, man hat den ganzen Tag für sich selber etwas gemacht und man hat gearbeitet und eben für sich selber vor allem. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Das war immer mein Traum und das ist, glaube ich, bis würde ich sterben, würde es mein Traum bleiben. Das geht jetzt fast am besten. Ja, das läuft schön. Hey. Auch Remo hat sein Schicksal in die eigenen Hände genommen. Mit großem Elan und unerschöpflichem Ideenreichtum bringt er seinen Tierpark voran. Ja, wir haben ein Übernachtungshäuschen gebaut. Ich denke, nur einen Park allein machen, das ist heute unheimlich schwierig. Also, das muss so riesig sein. Und darum probieren wir, überall andere Standbeine zu finden, die wetterunabhängig sind. Weil hast du einen schlechten Sommer und einen schlechten Frühling, dann fehlt das Geld. Also musst du es abdecken mit anderen Sachen. Das ist eigentlich das Wichtige. So, dann kommen wir raus. Ha? Kleinen Abendflug. Ja. Komm, Oma Petra. In Remus und Alexandras Park sind auch die Tiere immer wieder gefordert. Publikumsliebling Meret muss eine neue Flugroute einüben. Nee, gehst du nach vorne, oder? Ich gehe darüber. Ja. Der Emu. Remo, ich lass sie fliegen. Okay. Meret. Meret. Sie kommt. Okay, komm. Rund. Super. Fein, Merit. Das war fein. Sollen wir gucken, ob sie zurückkommt? Merit! Merit! Jawohl, sehr gut. Jawohl. Klasse. Gut, gell? Ich bring Merit mal wieder hoch. So. Geschafft für heute. Feierabend. So schön, gell? Da rauszugucken. Ja. Vor allem mit den Heuballen so, das macht es irgendwie perfekt. Das ist kein Moment zu bleiben. Ach, Strohballen. Nehmen wir auch die, sieht von Weitem gleich aus. Schön. Es ist wirklich schön, dass wir jetzt da sind und alle quasi heimisch geworden sind. Ja, das Schöne ist, dass wir jetzt nicht nur zusammen arbeiten, sondern wirklich auch eine Familie sind. Das ist total herrlich, sich auch so noch mal kennenzulernen, wenn man einfach mal wirklich zusammenlebt und nicht nur arbeitet und auf die Distanz versucht, was aufzubauen. Und jetzt können wir wirklich genießen, was wir in den letzten Jahren geschuftet haben, gell? Also so sehe ich das. Langsam kommt's ja. Auch der Ausblick hier, der ist fast unbezahlbar, ja. Und wenn dann irgendwann mal das Häuschen stehen, wo du auf dem Balkon sitzen kannst und da rausschauen, dann wäre das schon schön, ja. Ja, irgendwann. Wir müssen nicht auflaufen zum Essen, sondern können da unten rein. Ja. Und immer da runter gucken. Genau. Coole Karawane. Ja. Und jedes Jahr aufs Neue gibt es Schweizerinnen und Schweizer, die ihren Träumen folgen. Jo, Schäfchen, wir kommen morgen wieder. Einige von ihnen werden wir dabei begleiten. Es sind 11.575 Kilometer. Das ist schon hart. Patricia Tschudi und ihr Mann Romano kehren dem Alltag den Rücken. Auf der Insel Bali übernehmen sie ein kleines Gästehaus. Das war schon mal etwas, was man schmeißen kann. Doch der Zustand des Hauses ist schlecht. Mehr Arbeit, wie wir gedacht haben. Ja, ja. Das Bad, das blockt nicht. Sie investieren viel Geld und Herzblut in die Renovierung. Doch die Gäste bleiben aus. Irgendwann werden wir auch ein bisschen Geld verdienen. Grüß dich.
Schachtel mit den Hochzeitskleidern und dem Zeug. Ah, den brauchen wir nicht mehr. Familie Volk gründet in Kanada ein Holzfällerunternehmen. Mit im Gepäck zwei monströse Holzerntemaschinen. In der neuen Heimat angekommen, folgt rasch der erste Schock. Diese Reisetasche steht voll in der Scheiße, Mann. Christians Geschäft läuft an. Doch seine Frau Simone plagt das Heimweh. Familie, die vermisse ich. Und auf und davon Richtung Fuerteventura. Wow, jetzt kommt langsam das Kribbeln. Mit ihrem alten Auto und 30.000 Franken auf dem Konto wandern Tobias Bayer und Michael Paris aus. Proxima Apertura, next opening, das wäre mir. In einem Einkaufszentrum wollen sie eine Bar eröffnen, aber der Ausbau verzögert sich. Also das gehört nicht zu uns, der ganze Abfall. Eröffnung haben wir in 4 Wochen geplant. Ja. Und auch die Suche nach einer Wohnung macht Probleme. Ich habe nur im Bad reingeschaut, da würde ich auf keinen Fall wohnen. Auf und davon geht weiter. Die neue Staffel ab dem 6. Januar um 21 Uhr auf SRF 1. Sie lehnen alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch um wieder vor. Auf und davon ist Ihnen von Swiss präsentiert worden. Die Airline für alle, die länger oder weniger lang weg sind.